Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu meinem Windows 11 Grundkompetenzenkurs. Jetzt geht es darum, wie man installierte Programme sich anzeigen lassen kann und deinstallieren kann. Dazu gehe ich in das Windows Einstellungsmenü. Da weißt du ja schon, dass das mit der Tastenkombination zum Windows-Taste plus I aufgerufen werden kann. Und dann gehen wir in den Bereich Apps, das ist hier auf der linken Seite. Und dann gehen wir auf Apps und Features. Und da haben wir verschiedene Programme installiert. Bei mir in dem Fall hier 233. Wenn ich jetzt da hineingehe, kann ich hier dann mit diesen drei Punkten hier dann das deinstallieren, die Deinstallieren-Möglichkeit wählen. Also das Programm verschwindet dann quasi von meinem Computer. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.